Hallo und herzlich willkommen hier bei Word of Play. Ich bin der Lutz und es geht weiter mit der offiziellen Raumschiffsammlung. Dieses Mal mit einem Alien Ship of the Week, wo ich erst überhaupt nicht wusste, was ist das überhaupt für eine Rasse? What? Und zwar, wie hießen die? Lukirim, glaube ich. Ja, Lukirim. Lukirim ist also so der Alien-Rasse aus Voyager und dessen Kriegsschiff. Ausgaben haben uns hier hingeführt. Und zwar das Lukirim-Kriegsschiff. Einsatzzeitraum 24. Jahrhundert. Also, das ist ja mal was Neues. Antrieb Warp. Echt? Star Trek-Schiffe haben Warp-Antrieb? Ja, ich nie drauf gekommen. Höchstgeschwindigkeit, sondern Länge 180 Meter. Also, Zugehörigkeit Lukirim-Typ, Kriegsschiff im Einsatz im 24. Jahrhundert, Einsatzgebiet Delta-Quadrant, Länge 180 Meter, Warp-Antrieb, Phaser-Geschütz und photonischer Disruptor. Nicht sehr detailliert, das Schiff. Und das ist ja halt so ein AMCG-Ship of the Week, ja. Deswegen habe ich erst gedacht, die Lukirim waren aus erster oder zweiter Staffel Enterprise. Nee, siebte Staffel Voyager. Und der Style der Schiffe ist halt von Enterprise zu Voyager relativ gleich geblieben. Ich meine, Voyager hat aufgehört, ein halbes Jahr später hat Enterprise angefangen, ja. Und quasi selbe Besatzung. Deswegen, das könnte jetzt hier auch ein, weiß ich nicht, syrianisches Schiff aus Enterprise sein oder irgendwie sowas, ja. Die Kriegsschiffe setzte man ein, um Schiffe im Raum der Lukirim auf photonische Lebensformen zu untersuchen. Ja, die Lukirim waren so ein bisschen affin gegen photonische Lebensformen. Also so ein Doktor hatte ja dann so Probleme, warum er in der Folge dann in Seven of Nines Körper schlüpfen musste. Und es gab da ein bisschen Chaos und hast du nicht gesehen. Und hier sehen wir das Lukirim-Kriegsschiff. Okay, jetzt, wo man das so im Vergleich mit dem Data Flyer sieht, ja, das ist ein sehr kleines Schiff. Es ist wirklich lange nicht so groß, wie ich erst dachte. Und ich frage mich gerade, ist das hier TNG? Der Ding, sag mal schnell, die Arrestzelle? Es ist offensichtlich ein Reskin von einem Set, was mir gerade übel bekannt vorkommt. Oh, ist das die TNG-Zelle? Ich glaube nicht, oder? Die TNG-Zelle hatte aber so eine ungefähre Form. Na gut, okay, sie können so ein Stückchen ausgeschnitten haben oder so. Aber okay, hier haben wir dann noch die Krankenstation des Lukirim-Schiffes. Mhm. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich habe das Schiff wirklich deutlich größer in Erinnerung. Die Voyager ist ja wirklich deutlich größer als das Dinger. Ei. Okay. Ich habe echt gedacht, das Lukirim-Schiff ist genauso groß wie die Voyager, aber nope. Not so much. Und die Brücke haben wir hier. Ist jetzt aber auch nichts Besonderes. Das Lukirim-Schiff scheint ein einzig großes Redress von innen gewesen zu sein, ne? Okay, gucken wir mal. Wir haben hier einen Shuttle-Hangar hier vorne. Alles klar. Photonischer Disruptor kommt von hier unten irgendwo. Impulsantrieb im Hintern, natürlich Phasergeschütze, aber nichts, nö, nicht irgendwas Überraschendes, ne? Also das, was man halt erwartet von dem Star Trek Raumschiff, ist auch da mit drin. Ah ja, es geht los. Die vielen Leben eines Schiffsmodells. Und da ist halt jetzt der Punkt, den ich meinte. Enterprise, gut. Dass das Schiff 1 zu 1 bloß mit anderen Farben wiederverwendet worden ist, das war mir nicht bewusst. Aber das meine ich halt, ja. Wir sehen das tausendmal noch im Voyager und dann Enterprise kommt rum und es wird dann zweimal hier wiederverwendet, ja. Teilnehmer beim... Ach du meine Güte, man hat sogar geschrumpft auf Shuttle-Größe. Holy shit. Oh ja. Das mache ich auch mal ein bisschen größer. Da ist meine kleine lieblingsromulanische Drohne in ihrem Originalgewand. Das Schiff ist dreimal aufgetaucht. Zweimal Voyager, einmal noch in Chaosraum, hieß glaube ich die Folge, also wo die Voyager da in diesen komischen Chaosraum reinfliegt. Da hat man das Schiff das allererste Mal gefunden, dann ist es hier wieder verwendet worden und dann hat man es nochmal neu gemacht als romulanisches Drohnenschiff. Finde ich cool. Konnte ich euch das mal zeigen? Cool. Habe ich euch das damals gezeigt beim romulanischen Drohnenschiff? Ich weiß es gerade gar nicht. Das Interview mit Robert Picardo. Oh ja. Und seinen Auftritt in First Contact gleich mit erwähnt.
Ist auch sein Auftritt in Deep Space Nine mit erwähnt? Nee. Tatsächlich nicht. Dann geht es hier wohl vorrangig ums MHN und nicht direkt um Dr. Zimmerman. Indirekterweise wahrscheinlich schon, aber nicht direkterweise. Ah, jawohl, Ausgabe 114. Die Challenger, es geht wieder ab in die Wolf 359-Ära mit der USS Challenger. Oder nicht mit der USS Challenger, sondern mit der Challenger-Klasse. Ah, da freue ich mich drauf. Aber wir sind erstmal noch beim Lucciri im Raumschiff. Erster Auftritt, Körper und Seele, siebte Staffel Voyager. Nur in Voyager aufgetaucht. Mehr oder weniger in dieser Konfiguration. Entworfen von, was, John Eaves? John Eaves hat das Ding erfunden? Entwickelt? Ist John Eaves nach Deep Space Nine dann übergegangen zu Dings, zu Voyager? Ja. Okay. In Ordnung. Wichtiger Auftritt natürlich nur Körper und Seele. Wer hätte das gedacht? Okay. Das dann dazu und dann sehen wir uns jetzt beim Modell wieder. Hier sehen wir mal das Lucciriumschiff von oben. Lucirim Kriegsschiff, jetzt haben wir es im Fokus, liegt hier und das allererste, was mir auffiel, ist, holt euch einen Ast, holt euch ein bisschen Panzertape, klebt das Schiff vorne an den Ast dran, holt euch eine Armbrust und ihr könnt damit einen Drachen erschießen. Das Ding ist komplett aus Metall. Also was heißt komplett? Es ist offensichtlich nicht komplett aus Metall, aber ihr seht was, der überwiegende Anteil des Schiffes ist der Diecast-Anteil. Das Ding ist schwer, das Ding ist metallisch. Also habt auch ihr Drachenprobleme. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt eure Pfeilspitze gefunden. Holy shit, das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Ich erwarte einiges von dem Schiff, weil das ist so ein Alien Ship of the Week. Und eigentlich bin ich so drauf, so, ach ja, schön, dass sie dabei sind. Und dann habe ich das Modell gesehen und habe so auf den ersten Blick gedacht, puiuiuiui, das ist mein Alien Ship of the Week, wo sie sich den A aufgerissen haben. Und das allererste Positive ist dieser Metallanteil. Also, zoomen wir mal rein. Und man sieht ja schon den Aufbau der Geschütze und des Antriebes hier. Das ist Detailreichtum vom Feinsten, wenn ich es fokussiert kriege. Jetzt scheint es fokussiert zu sein. Ja? Wir haben hier diese Röhren, die hier auch nochmal Röhren auf den Röhren haben. Guckt euch diesen Detailreichtum im Modell an. Halleluja! Das ist krass. Und wir haben hier auch sehr schöne Farbapplikationen. Wir haben hier erstmal grundsätzlich ein, ja, was für mich aussieht wie ein goldener Paintjob. Ja, auf dem sind dann hier nochmal so braune oder kupferfarben, ist das ja eher, die Kerz aufgeklebt worden. Wir haben hier so ein paar Aztec-Pattern-Teile, das sieht mega cool aus. Und wenn mich nicht alles täuscht, diese mittlere Sektion hat hier auch nochmal in mehr braunen Stich. Seht ihr das? Viele schöne Farbapplikationen. Auch die Röhren haben hier nochmal schöne Farbapplikationen in diesem dunklen Grau. Also von oben her ist das eine Schönheit. Das ist ein richtig schönes Schiff. Schade, dass das nur so eine No-Name-Rasse ist. Ja, das übliche Thema. Die Fenster sitzen sonst wo. Schön vorgestanzt. Die Kerzen sind wieder mal sonst wo. Eieieiei. Oh, haben sie hier gar keine? Doch, die sitzen da. Die unteren Fenster sitzen hier in den oberen Fenstern. Awesome, awesome. Oh, hier ist auch nochmal ein rotes Sticker. Seht ihr das da? Cool. Aber Halleluja! Das hier hat was Klingonisches. Guckt euch das an. Viele schöne Höhendetails mit wunderschönen Farbimplikationen. Das ist Hammer. Ich lasse jetzt mal das ganz kurz auf euch wirken, ohne viel zu sagen. Überall diese Disruptor- und Phaser-Geschütze hier. Halleluja. Das ist echt krass, das Schiff. Also von oben auf jeden Fall. Ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz hier die andere Seite. Dann gucken wir jetzt mal von unten. Was haben wir denn da so? Gehen wir mal ein bisschen raus. Machen wir den Fokus ein bisschen anders und da sehen wir auch nochmal haufenweise Details. Das Aztec-Pattern, sehr, sehr schön. Wir haben hier auch wieder Braun, Kupfer und Gold, wo mir gerade auffällt. Ah, das scheint vielleicht doch bloß so zu wirken, weil das Gold hier auf dem Plastik sieht ein bisschen anders aus als auf Metall.
logischerweise. Aber es ist echt cool. Wir haben hier nochmal den Impulsantrieb hier hinten. Da kann ich auch nochmal kurz reinzoomen. Oh. Oh, da haben wir ein Negativ. Die haben vergessen, in den Impulsantrieb zu kleben. Das ist ein Negativ. Also da sieht man hier auch die Details so überlappen. Schade, weil ansonsten ist das echt ein solides Schiff. Also hier habe ich wirklich kaum was auszusetzen. Hey, es ist cool. Dafür, dass es so ein One-Hit-One, also es ist mal eine Überraschung. Ja, hier hätten sie vielleicht einen Wash einsetzen sollen, um diese Röhren dann auch ein bisschen hervorzuheben, ja. So ein bisschen. Aber ansonsten ist das ein hammergeiles Ding. Ich zoome nochmal raus. Schiff von unten. Das Schiff von vorne. Oh. Gucke ich schief oder ist der Flügel. Oh ja. Ah ja. Ich gucke nicht schief. Eieiei. Wir haben hier eine ganz schöne Krümmung. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ah doch, das soll so sein. Das soll tatsächlich so sein, diese Krümmung. Ja, diese Spitze soll sich dem Schiff anpassen. Ach so, okay, ich habe nichts gesagt. Sah schlimmer aus, als es ist. Wie gesagt, es ist so gewollt. Okay, dann haben wir hier nochmal das Ding von oben. Und ja, von hinten. Komm mal rum, Softbox. Ich brauche dich mal ein bisschen näher hier. Ja, jetzt sieht man es ein bisschen besser, glaube ich. Also, Halleluja! Schönes Schiff, bin überrascht. So, Ständer. Ui, kein schöner Ständer hier schon mal. Wartet mal, hoch. Ist gerade erstmal voll in die Linse. Awesome. Dann docken wir mal an. Ja, sitzt. Aber ich weiß nicht, dass das so weit hinten sitzt. Das Schiff ist relativ schwer. Ja, naja, der Ständer ist ein okay. Sitzt ziemlich wackelig im Fuß und wie er hier hinten anfasst, ich weiß nicht, ob das so eine sichere Sache ist. Aber gut. Dadurch, dass das jetzt so ein One-Hit-Wonder-Ding ist, habe ich vielleicht ein Problem mit der Vergleichsflotte. Na, ich guck mal, was ich da so auftreiben kann. Tja, ich gebe zu, ich wusste es echt nicht. Ich habe mir gedacht, wir vergleichen einfach mal ein Alien-Schiff mit einem Föderationsraumschiff. Und ich muss ehrlich sagen, ja. Das Lucerium-Schiff ist ein interessantes Schiff. Es folgt der Star Trek Designphilosophie, sag ich jetzt mal, ja. Aber es sieht trotzdem unheimlich alienmäßig aus. Ganz anderer, ja, Color Scheme, sag ich jetzt hier mal. Ganz andere Farben, die eingesetzt worden sind. Es hebt sich doll ab von der Voyager, ja. Und es fängt an bei mir zu regnen. Und das richtig heftig. Und es war heute scheiße warm. Das heißt, es wird scheiße schwül draußen sein. Warum texte ich euch damit zu? Weil mein Fenster-App offen ist und ich mich gerade gefragt habe, was hier so rauscht. Ja, ein anderes Thema vielleicht. Wo ist der Kuchenteller, Lutz? Wo ist der Tortenteller? Der ist mir gleich kaputt gegangen. Den habe ich vorhin kaputt gemacht. Ich habe nämlich ein anderes kleines Projekt hier laufen. Und da habe ich das ganz kurz drauf abgestellt und dann ging es knack. Und da war der Tortenteller kaputt. Also kann ich es jetzt hier nicht schön drehen. Auf der anderen Seite kriegt er dann auch keinen Drehraum. Ich muss mal gucken. Ich fand das echt cool mit dem Tortenteller. Entweder ich hoffe, ich kann ihn reparieren oder ich brauche einen neuen. Ja. Aber dann hätte ich das jetzt hier euch ein bisschen besser zeigen können. So stehen die beiden jetzt erstmal da. Nee, aber beide haben übrigens selbe Problem. Der Ständer fasst irgendwie hinten am Schiff an. Wo du dir so denkst, knickt das über? Ja, vielleicht. Alter, was geht? Das regnet nicht nur draußen, es ist übel windig auch noch draußen. Holy. Wird wahrscheinlich auch gleich gewittern. Eieiei. Ich finde das gerade interessant. Ihr denkt euch gerade so, du willst das doch bloß strecken. Jetzt will ich es gerade nur strecken. Aber ich weiß einfach nicht, was ich euch über dieses Schiff sagen soll. Draußen dreht gerade der Punk ab und ich kommentiere das. Nur damit ihr euch die beiden Schiffe angucken könnt und sehen könnt, ja, das Lucerium-Schiff ist ein typisches Star Trek-Schiff, aber es ist ein sehr schönes Alien-Star Trek-Schiff. Schade, dass das nicht öfter aufgetaucht ist. Im Übrigen. Es war ein kurzer Schauer. Es hat schon aufgehört zu regnen. Holy shit. Fazit zum Lukirim. Ja.
Es ist halt so ein Schiff, wenn man mir nicht sagen würde, wo das her ist, würde ich es nicht wissen, wo es her ist, muss ich ehrlich sagen. One-Hit-Wonder, sage ich es mal, Alien Ship of the Week. Aber, dear Lord, ist das ein schönes Alien Ship of the Week. Das ist ein richtig schönes, schönes, schönes Schiff. Der Paintjob ist geil. Die Decals sind geil. Das einzige, wo sie geschludert haben, ist hinten der Impulsantrieb. Dass sie da nicht noch irgendwas gemacht haben, Decal und Paintjob, ist schade. Ansonsten ist das Schiff echt eine Bombe. Das ist ein schöner, kleiner Flitzer. Und mir gefällt auch irgendwie das Design des Schiffes. Ja. Also, ehrlich, der Lucerium ist eine Überraschung in der Raumschiffsammlung. Aber okay, Leute, das nächste Mal geht's weiter mit einer. Ja, nicht so großen Überraschung in der Raumschiffsammlung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim letzten der, ja, Spiegeluniversumsschiffe. Und zwar bei meinem Favoriten, der Defiant. Also, bis dahin, Schausen!